Wir sind Silvi und Lea und wir sind diesen Sommer auf ein Boot gezogen. Ohne Vorerfahrung und mit dem Führerschein frisch in der Tasche haben wir die Boyenra in Frankreich übernommen. Unser Plan? Wir wollten mit ihr bis zur Ostsee fahren, weil sie dort Mast und Segel bekommen sollte. Wir haben auf unserem Weg viele Herausforderungen gemeistert, hatten schöne, aber auch viele anstrengende Tage. Wir sind über Kanäle und Flüsse gefahren, haben hunderte Male geschleust. Wir haben uns zeitlich verschätzt, waren länger unterwegs als geplant, sodass der Winter immer näher rückte. Und dann wurde zudem noch die Oder wegen Hochwasser gesperrt. So entschieden wir uns spontan, die Boyenra in Potsdam überwintern zu lassen. Nach einem Heimatbesuch geht es für uns nun in ein neues Abenteuer weiter. Seit fast 4 Jahren sind wir mittlerweile unterwegs. Als wir damals unsere Wohnung in Wuppertal gekündigt haben, um nach Asien zu reisen, hätten wir bestimmt nicht gedacht, dass wir so lange unterwegs sein würden. Nachdem wir mit dem Rucksack in der Türkei und Indonesien waren, sind wir in einen Bus gezogen, mit dem wir erst nur ein Jahr durch Europa reisen wollten. Aus diesem Jahr sind 3,5 geworden und wir waren nicht nur in Europa, sondern auch in Westafrika und dem Mittleren Osten. Getrieben von scheinbar unstillbarer Abenteuerlust. So wahnsinnig tolle und unvergessliche Begegnungen, die wir wohl niemals vergessen werden. Als wir dieses Jahr im Sommer auf ein Boot gezogen sind, dachten wir, es würden ein paar ganz entspannte Monate auf uns warten. Dieser Plan ist irgendwie nicht aufgegangen und es waren, um ehrlich zu sein, ziemlich anstrengende 3 Monate, in denen wir fast täglich mehrere Stunden auf einem für uns komplett neuen Fahrzeug unterwegs waren. Wir mussten uns das meiste selbst beibringen und viele Stunden im doch sehr unbequemen Motorraum ausharren, um die unterschiedlichsten Probleme zu lösen. Wie wir dann erfahren haben, ganz normal, wenn man sich für diese Art der Fortbewegung entscheidet. Doch für uns bis dahin ziemlich neu, kennt sich Silvio doch mittlerweile echt gut mit unserem Bus aus. Wenn wir dort mal nicht weiterkommen, geht es halt in die nächste Werkstatt. Beim Boot sieht das alles etwas anders aus und möchte man nicht Tausende von Euros ausgeben, muss man sich alles irgendwie selbst beibringen. Hast du gehört? Die Werbung? Nee. Geflügel schmeckt, made in Germany. Oh. Erstmal den Kopf gestoßen. Guten Morgen. Guten Morgen und willkommen zurück bei uns im Bus. Ja. Genau, wir hatten es ja letzte Woche schon angemerkt. Wir wollen Richtung Süden, Richtung Sonne. Bevor wir aber Richtung Sonne fahren, haben wir noch einen ganz wichtigen Trip auf der Liste, auf den wir schon ganz schön lange warten. Und zwar besuchen wir die Milli. Für alle, die noch nicht so ganz lang dabei sind, wir haben zuletzt, als wir aus dem Irak in die Türkei eingereist sind, ein Welpen am Straßenrand gefunden, die nach Deutschland vermittelt, und das ist jetzt schon eine Weile her. Und genau, die Milli wollen wir jetzt mal besuchen. Heute besuchen. Genau. Auf geht's. Ja. Die Scheiben sauber. Sieht man nun was? Ja, okay. Erstmal hier wieder voll umstellen. Voll umstellen alles. Oder uns darauf einstellen, meine ich vielleicht eher. Dieses ganze Jahr war doch ziemlich vollgepackt. Erst die Reise in den Mittleren Osten mit ziemlich nervenaufreibenden Grenzen und unendlich langen Fahrten.
Der ganze Weg in zügigem Tempo zurück, weil wir im Sommer rechtzeitig auf das Boot ziehen wollten. Unterwegs noch einen kleinen Welpen in der Türkei aufgesammelt, der uns fast weggestorben wäre, weil sie sich mit einem tödlichen Virus angesteckt hat. So, wir sind jetzt fast am Ziel. Fühlt sich auf jeden Fall immer wieder gut an, mit dem Bus unterwegs zu sein, oder? Nee. Ja. Ganz anderes Reisen. Aber hier muss man die ganze Zeit auf die Straße gucken. Anders als beim Boot, da kann man auch mal ein Sekündchen aufs Handy schauen. Das geht hier natürlich nicht. Aber ja, wir sind jetzt gleich angekommen und ich muss sagen, ich bin ganz schön aufgeregt. Duschblocken ist der Sponsor des heutigen Videos. Und hier ein paar Fakten für die von euch, die die Brocken noch nicht kennen. Duschbrocken bietet eine plastikfreie Alternative zum herkömmlichen Shampoo und Duschgel. Und wusstet ihr, dass Verpackungsmaterialien 40% der Kunststoffherstellung in Europa ausmachen? Stellt euch mal vor, was wir hierdurch an Plastik sparen können. Dadurch sind die Brocken natürlich viel nachhaltiger und umweltfreundlicher. Dazu sind alle Produkte vegan, riechen gut und haben wirklich herrliche Namen, wie zum Beispiel Carlos Kokos, Maxi Minze oder mein absoluter Favorite, der Gesichtsreiner. Wir duschen schon ewig mit festen Seifen, nur hatten wir lange Zeit das Gefühl, dass wir einen Kompromiss eingehen müssen, spätestens dann, wenn es zum Haarewaschen kommt. Das ist einfach mit den Duschbrocken nicht mehr der Fall, denn die schäumen super. Und auf Reisen ist es auch nicht schlecht, denn wir brauchen nur einen Duschbrocken für Haut und Haar. Wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, bei Duschbrocken mal vorbeizuschauen, dann schaut doch einfach mal in den Link in unserer Videobeschreibung und mit dem Code BIRD bekommt ihr 10% auf eure Bestellung und das ganz ohne Mindestbestellwert. Wir sind angekommen. Unglaublich. Wir haben gerade noch drüber gesprochen. Wir haben die Milli im März dieses Jahr gefunden und waren dann ja echt einige Monate mit ihr zusammen unterwegs. Und jetzt haben wir einfach schon Oktober, irgendwie total verrückt. Ja, ist verflogen, oder? Man sagt das immer so doof, aber es ist wirklich verflogen. Wir sind auf jeden Fall super gespannt, sie jetzt gleich zu sehen und ja, haben natürlich schon ganz viele Fotos gesehen und wissen so ungefähr, wie sie aussieht, aber ich glaube, so in echt wird das doch nochmal ganz anders irgendwie. Oder ja, total verrückt. Und was sagt die Lizzie dazu? Die freut sich auch schon, ne? Wir sehen jetzt die Milli. Milli nach so vielen Monaten wiederzusehen, war ein wirklich schöner Moment. Ob sie uns erkannt hat, können wir nicht genau sagen, aber gefreut hat sie sich definitiv. Und mit Lizzie hat sie wirklich 3 Stunden lang durchgespielt. Auch wenn sich die Größenverhältnisse im Vergleich zu damals doch ziemlich verändert haben. Sie ist immer noch der gleiche, unglaublich freundliche und liebe Hund wie damals. Alle Bedenken, weil sie ja ein Kangal-Mischling ist, haben sich nicht bewahrheitet. Jeder Hund hat ja nun mal auch seinen eigenen Charakter. Sie lebt auch in einer sehr liebevollen Familie, ist viel draußen und muss eigentlich nie alleine sein. Wir könnten uns wirklich kein schöneres Zuhause für sie vorstellen und so war der Besuch auch gar nicht so emotional, wie wir erst dachten. Wir waren einfach nur froh, sie nochmal zu sehen und freuen uns, dass es ihr so gut geht. Auch wenn wir uns für alle Hunde so ein Zuhause wünschen würden, in dem sie geliebt werden, können wir leider nicht allen helfen. Aber das Leben von Milli konnten wir verändern. Nie erlebt, dass sie irgendeinen Hund damit beeindruckt hat, dass sie dann so rum. Das interessiert keinen Hund. Das ist so krass. Habt ihr viele Nachfragen noch? Ich habe ja bei den Mini-Videos ja noch ganz viele Kommentare bei euch drunter gelesen, weil ihr alle genau wussten, wo der Hund hin ist.
kommt da noch viel von nach oder so? Es kommt eigentlich fast unter jedem Video oder unter jedem zweiten eine Frage, wie es ihr geht. Ja. Wir würden gerne wissen, wie geht's ihr, wo ist sie? Okay. Ja, ja. Oh, aber das ist schon echt oft. Das ist schon. Ja. Ah, das ist ein Ding. Nee, ja, das ist einfach. Wir haben beides. Das ist so anstrengend aus. Das ist viel leichter zu lenken. Ja. So, wir sind zurück im Bus. Und es war ein richtig schöner Besuch. Ja, Lea und ich hatten ein bisschen die Sorge, dass es ja sehr emotional für uns wird. Aber wisst ihr was? Hat sich einfach derartig richtig angefühlt, oder nicht? Das ist wirklich die perfekte Umgebung. Und das ist einfach eine richtige Familie. Die hat es da richtig schön. Ich glaube, besser hätte sie gar nicht treffen können. Man hat auch einfach super gemerkt, wie happy sie ist, ja, wie gut es ihr geht, wie toll sie aussieht, wie groß sie geworden ist. Ich weiß gar nicht, das kommt wahrscheinlich nicht rüber. Wir hatten ja auch schon Fotos gesehen und ich konnte trotzdem live nicht glauben, wie groß sie geworden ist. Ich habe, glaube ich, 100 Mal gesagt, ich kann es nicht glauben. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall schon zu unserem Schlafplatz für heute gefahren. Direkt am Wasser. Aber bevor es rausgeht, müssen wir unbedingt was essen, denn es ist schon abends und wir haben mega den Hunger. Haben wir eigentlich gesagt, wo wir hier sind? Dass wir an der Nordsee sind? Ich weiß es gar nicht. Genau, so grob können wir das ja verraten. Genau, wir sind an der Nordsee. Und es windet natürlich, wie es sich gehört. Super, mein Schatz. Oh Gott. Was denn? So auf das umfallende Kissen gesetzt. So. Und was hast du noch gefunden? Ganz locker bleiben. Kennt ihr das, wenn man unerträglich wird, wenn man so einen Hunger hat? Es ist ganz kurz davor. Wir müssen jetzt auf jeden Fall irgendwas richtig Geiles. Das heißt, richtig Geiles. Es gibt mal wieder Wraps. Ne? Haben wir aber echt schon richtig lang nicht mehr gemacht, habe ich das Gefühl, oder? Ich habe das Gefühl, immer wenn wir Film machen, wir Wraps. Das ist schon lustig. Aber ja, in Wirklichkeit haben wir es echt lang nicht gemacht. Ja, das ist einige Wochen her. Okay, machen wir einfach mit zweimal Bohnen. Nee? Ja, machen wir. Du sagst mich, ich entscheide hier. Sag jetzt einfach, was die Sache ist, damit wir alle satt werden. Ein bisschen geschützt vom Wind, das finde ich ganz gut. Lizzie wurde übrigens von Millie kaputt gespielt. Die ist jetzt richtig K.O. hier. Lizzie kaputt geht dann. Ne? Das war jetzt anstrengend. Aber schön war das, ne? Schön war das. Und selbst Sammy hat mit ihr gespielt. Ist ja eher untypisch für die Maus. Ne? Mini hat aber auch Überzeugungskraft geleistet. Ja. Wir hatten auch schon das Gefühl, dass sie sich vielleicht erkannt haben, oder? Ja, die beiden haben es ja so schön gesagt. Es war schwer zu sehen, weil Mini sich halt anscheinend über alles und jeden immer so freut. Das ist mega süß. Also sie ist weiterhin so vom Wesen her einfach ein super liebevoller, offener Hund, oder? Ja. Ja. Hört sich komisch an, oder? Aber ja. Und gerade so alle Bedenken, die wir damals hatten, weil sie ja ein Kangai-Mischling ist, haben sich tatsächlich überhaupt nicht bestätigt. Bisher nicht, ne? Genau. Ganz rasse, untypisch, freundlich und offen allem gegenüber. Genau. Ja. Wie schon gesagt, einfach richtig cool, oder? Ja. Und ja, unglaublich. Ich finde es immer wieder krass, nur weil wir entschieden haben, stehen zu bleiben, hat sie da jetzt so ein geiles Leben irgendwie. Ich finde das richtig cool. Ich finde, da kann man auch mal, können wir stolz auf uns sein, oder? Ja. Finde ich schon. Ja. Was sind das eigentlich für Wraps? Haben wir irgendwo gekauft. Ja, das ist irgendwas mit Meerkorn oder so. Das habe ich extra für dich gekauft. Nee. Ja, ich würde die Weizendinger essen. Du weißt es.
wie du weizt. Du weizt. Ich glaube, ich hätte ein bisschen mehr würzen müssen, aber ich... Bei dir ist doch eigentlich mal fast schon zu viel gewesen. Naja, aber ich sehe jetzt gerade, dass es nicht genug ist. Boah, geil, aber auch mit dem Salat und alles so geil, ne? Ja. Jetzt kommt Silvias Lieblingssoße. Also, wer die noch nie probiert hat, Chili Mayo von Sriracha. Die ist echt teuer. Die haben wir von einer Freundin geschenkt bekommen. An der Stelle vielen Dank, Kiri. Aber das ist hier unbezahlte Werbung. Das ist wirklich die beste Soße der Welt. Es ist so eine geile Soße. Die ist so lecker. Wir haben jetzt gegessen und werden uns jetzt erstmal etwas ausruhen, bevor wir dann weitermachen. Und vielleicht machen wir auch gar nicht mehr weiter. Wir sind nämlich irgendwie ganz schön erledigt heute. Ich wollte unbedingt Sport machen, aber der Herbst lädt zum Liegen ein. Ist auch super windig draußen. Man merkt, dass wir hier an der Nordsee sind. An der Nordseeküste. Also. Ja. Was wolltest du mir sagen? Wolltest du raus? Wolltest du nochmal raus? Nochmal Bibi machen? Ich glaube, er Lekacks. Wollt ihr nochmal Bibi machen? Aber nicht jetzt. Sollen wir nochmal raus? Oh! Komm in 10 Minuten, okay, Lizzie? Kurze Pause, dann gehen wir raus. Ja? Lizzie, komm doch mal hier hin. Oh. Nochmal Platz. Platz! Super, in 10 Minuten. Frankie's moved into a crib. We just feel a lot safer and I think she's like an independent little sleeper. Es ist überhaupt nicht windig und auch gar nicht kalt. Gefühlt gab es dieses Jahr keine richtige Pause und wir sind von einem Abenteuer ins nächste gestolpert. Manchem geplant, andere nicht. Wahrscheinlich war deshalb der Geduldsfaden teilweise etwas kurz und die ganzen eher kleinen Probleme auf dem Boot schienen uns zu viel. Auch deshalb war es für uns eine gute Entscheidung, das Boot in Potsdam zu lassen. Und aus dem Grund wollen wir diesen Winter langsamer reisen und auch mal länger an Orten bleiben. Einfach nicht mehr so lange Strecken am Stück fahren und die Region besser kennenlernen. Vor großen Entscheidungen machen wir uns immer viele Gedanken, wie es wohl aufgenommen wird und ob wir auch richtig verstanden werden. So auch jetzt wieder. Immerhin hatten wir ja ein anderes Ziel vor Augen und haben euch von Beginn an auf diese Reise mitgenommen. Umso schöner war es, in den letzten Wochen so viel positive Rückmeldung zu bekommen. Wir sind jedes Mal aufs Neue gerührt und freuen uns echt riesig über all den lieben Zuspruch. Also an dieser Stelle einfach danke dafür, dass ihr uns begleitet bei all diesen verrückten Ideen, die uns in den Sinn kommen.